Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time, hier immer noch bei der... Was denn? Ocarina of Times. Ach ja, stimmt ja. Das hast du mal vergessen, was gesagt hat, machst du mal und das hast du bis jetzt noch nicht einmal gemacht. Ja, okay, das machen wir neu. Also herzlich willkommen zurück, Leute, zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Ocarina of Times, meine Freunde. Und diesmal habe ich sogar einen ganz schnuckligen Typen dabei. Wenn du dich mal kurz vorstellen würdest. Ja, ich halt, ne? Ja, wer bist du denn? Was, du kennst mich nicht? Ja, doch, aber die anderen nicht. Wer bist denn du? Nee, mit denen nehme ich nicht mehr auf. Mit wem? Du kennst mich nicht mal. Kann man mich nicht kennen? Ja, wer bist du denn? Der Trunknippy. Ach ja. Ja, das musst du mir... Ich kenn doch jeder! Ja! Du machst doch diese Minecraft-Videos, ne? Genau. Und hab einen Vollbart. Ja, genau. Dieser Dicke mit dem Vollbart, das bist du, ne? Genau. Ach so. Moment mal. Das ist jetzt ein bisschen komisch. Das kackt wieder an. Hä? Ich seh dein Spiel nicht. Oh Mann. Das ist abgeschmiert. Nee, warte. Oh Gott. Das ist schon wieder abgeschmiert. Ich das hasse. Ich weiß. Ja, vielleicht fängt sie es ja gleich wieder. Ja, vielleicht. Wenn nicht, muss ich dann ohne Bild halt leben. Musste ich auch schon mal. Da muss ich da weiterleben. Ich gebe es ein Team Fortress spielen. Ich gebe es ein Team Fortress spielen. Ich ziehe gleich das Skype-Dings auf mein zweiten Bildschirm. Dann gucke ich halt, wenn ich dann wieder halt. Ja, bewegst du dich gerade irgendwie oder so? Ja, ich bin gerade in Kakariko und mache mich auf den Weg zu Biggeron, der Typ, der uns dann das Schwert schmiedet. Aha. Ja. Der tolle Biggeron-Schwert, was wir nicht benutzen werden, weil wir haben jetzt die Augentropfen. Hoch mit dir, Link. Hoch mit deinem Ständer, Link. Ja, genau. Der ist voll geil. Ja, ich meine, guckt euch das Ding mal an. Ich kann sogar mit ihm schlagen. Super geil. Aber was ich nicht ganz verstehe, du machst Minecraft-Videos und hast einen Vollbart, ne? Ja. Aber ich dachte, das wäre Sacharza. Nee. Ach so. Ich bin Tronk und den du meinst. das ist Majoza. den du meinst. Und zusammen machen wir. Ja. Dann machen wir. Warte. Da machen wir LPZ. LP zusammen. Achso, okay. Ja. LP zusammen. Ja. LP zusammen! Und was macht ihr so in den LPs zusammen? Ja, da machen wir uns über Behinderte lustig und. Achso. Also ihr zockt da nicht zusammen, oder wie? Ja, nee, wie kommst du da drauf? Ja, hätte ja sein können irgendwie, dass ihr da zusammen irgendwelche Spiele spielt. Nein. Achso. Wie viel Mensch bist denn du, Ja, tut mir leid, hätte ja sein können. Ich dachte halt nur, dass ich. Mann, spiel mal mein Minecraft, ey! Ja, nee, ich kann kein Minecraft spielen, meine Mutter hat mir das verboten, ne? Weil, ja, da gibt's ja Zombies, Skelette und ja, wenn ich das gucke, dann versaut das mein Gehirn und ich kann nachts nicht schlafen. Und das nicht schlafen, ne? Ja, und deswegen darf ich das nicht gucken. Verstehe ich total. Ja. Nee. Deswegen darf ich auch nur mit dem Jolly Pink Texturenpack spielen. Und es muss gecrackt sein, weil da sind die Zombies, kleine Einhörner. Jolly Pink. Gibt's das jetzt wirklich oder hast du das da erfunden? Ja, das hab ich natürlich erfunden. Das mach ich noch. Also, jetzt hier die Augentropfen. Du bringst die Augentropfen. Du bist meine Rettung. Ich werde sie gleich ausprobieren. Oh, jo.
Vor allem, das passt gerade so abartig, ne? Ich weiß. Wow! Unglaublich, grandios, ich kann wieder sehen! Ich kann wieder fappen! Endlich kann ich wieder schmieden! Ich kann wieder wichsen! Hier, nimm dies und schau in ein paar Tagen wieder vorbei. Noch einige Tage gut. Ding will Weile haben, gedulde dich mal noch, was? Siehst du, voll die Sau. Ich hab das gerade so falsch vorgelesen, weil du, Penner, wie so der Mann abgelegt hast. Das Wichsbuch. Pickerons Schwert. Pickerons Wichst. Boah, das ist schon voll widerlich, ey. Das ist voll geil, weil. So. Jetzt können wir hier mal wieder ein bisschen rumcheaten mit der Ocarina hier. Oha, da war gerade volles grimmige Face von Lee. Isabot! Hä? Du bist im Menü! Ja! Nein, aber mein Linkscreen sieht man nicht mehr. Ja, wegen Fenstermodus. Oh Mann. Ja. Warte mal. Okay. Scheiß Fenstermodus, ey. Tja, Thaddeus. Tja, Thaddeus. Tja, Thaddeus. Tja, Thaddeus. Tja, Thaddeus. Was ich gerade sehe, ich habe das Fenster zu weit unten. Warte mal kurz. Tja, Thaddeus. Ich zieh das mal ein bisschen nach oben. Tja, Thaddeus. Nein, Alter, das ist generell zu klein. Oh, geil. Nein. Egal. Das würde eh ganz aufgenommen, glaube ich. Hoffe ich doch mal. Naja. Das ist doch nicht zu klein. Du siehst doch das ganze Bild. Ja, aber du siehst unten die Schrift nicht, die Namen zum Beispiel. Von den Songs. Ah, okay, das wird nicht aufgenommen. Okay. Was brauchst du für? Die Hymne der Sonne, aber das müsste die sein. Ja, rechts runter hoch. Das ist die. Rechts runter hoch, rechts runter. Das hätte ich dir auch sagen können. Ja, ich wusste jetzt auch nicht, dass du die auswählst. Ich hab das jetzt schon wieder 3 Monate nicht aufgenommen, weißt du, immer noch. Echt jetzt? Ja. Aber Songs tue ich mir immer so ganz schwer, weißt du. Nee, bei den Liedern, das ist eigentlich relativ einfach bei mir. Bisschen Musik spielen, dann vergeht die Zeit schön. Und guck mal, wie er mich lustig angrinst. Voll der Lustmolch, ey. Der will Sex mit mir. Ekoronen-Lustmolch. Der Goronen-Lustmolch? Ja. Okay. Dann will mich bestimmt vergewaltigen. Ohne Gleitcreme. So. Guck dir das an. Ey, hast du dich? Nein, noch immer. Es ist noch nicht fertig. Du bist sehr ungeduldig. Ja komm, ey, ich will das geile Schwert haben. So, noch ein Schwert, ey. Ja. Oh ja, stick den geiles Schwert in die Scheide, ey. Okay, Moment. Gesehen? Oh ja. Soll ich es nochmal machen? Oh ja, ey. Oh ja, gefällt dir das? Gefällt dir das? Hä? Gefällt dir das? Oh ja, stick dein Schwert rein, ey. Okay. Oh. So. Gefällt dir das? Gefällt dir das? Oh scheiße, ich bin auf einer Aufnahme. So, und jetzt nochmal in die Scheide. Warum heißt das? Alter, ganz ehrlich, warum heißt das so? Das verstehe ich bis heute nicht. Ja, ich keine Ahnung. Vielleicht haben sie ja gerade aus dem Wort von der Schwertscheide, weil das ja so eine Ritze ist. Ich stelle mir irgendwie so einen Schmied vor, der das irgendwie so erfunden hat oder der Typ generell. So. Hä, wie soll ich denn das nennen? Wie soll ich denn das nennen? Scheide! Hier ist es. Endlich. Boah! Ipui, was ist das denn? Oh, das Zertifikat gegen das Pickeron-Schwert getauscht. Diese Klinge ist unzerbrechlich. Penis, Bro. Ja, wieso, was hab ich gesagt? Weiß ich nicht mehr. Ach, hast du jetzt eigentlich alle Tempel? Ja. Hast mich überholt. Ja. In den ganzen 3 Monaten bist du ein Tempel weiter. Ein Arschloch. Das ist aber wirklich so. Ja, und? Ich hatte viel zu tun. Ja, ja. Ja, hatte ich. Hatte das schon längst durch. Hä? Ich hatte das schon längst durch. Ja, genau.
Ja, genau. Natürlich. Ja, willst du sagen, ich hab einen kleinen Pimmel oder was? Ja! Okay, okay, ich hab vielleicht einen kleinen Pimmel. Aber noch lange keinen kleinen Cock. Okay, 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 ich hab vielleicht einen kleinen Cock. Aber wenigstens kein kleinen Pillermann. Oder so. Ja. Nee, jetzt hab ich den gegeben, Alter. Jetzt hab ich den gegeben. Beim zweiten Mal war es nicht lustig, glaube ich. Ja, einen kleinen Cock, ne? Ja. Deiner Mini-Winnie. Meiner Wing-Wing. Mini-Winnie für Maika! Maika macht das Würstchen. Na, eigentlich machen deine Eltern ja das Würstchen. Wenn man das krass nimmt. Ja, irgendwie schon. Aber was irgendwie richtig assi ist, ist diese... Wie macht das doch diese Grillwurst da? Ach so, ja, Wie heißt die nochmal? Der Brützler von... Genau! Mann, ist das... Wurst. Ja. Mann, ist das eine Wurst. Das ist so behindert einfach nur. Der Brutzler von Wiesenhof. Mann, ist hast du die, das hast du, neu, hast du die neueste Brutzler-Werbung gesehen? Nee. Jetzt mittlerweile wieder eine neue. Echt jetzt? Was machen die da? Da ist dieser eine Fußballer da. Ah ja, aber das war doch auch schon eine ältere Version, oder? Nee, 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 die ist erst seit kurzem. Ach so. Was mir auch gerade auffällt, ne? Das war doch so, dass man hier... Ja, kannst du rüberjumpen. Nee, dass man da an so einen Ort in der Mühle kommt. Mit dem langen Enterhaken. In welchem Ort? Oh nein, das muss ich vom Dach aus machen. Wie komme ich nochmal aufs... Was willst du, Navi? Was los willst? Doch, zurück in ins Schloss. Wir müssen Prinzessin Zelda befreien. Ja. Was willst du machen? Ich will auf das Dach... Warte mal. Wenn man von dem Dach aus oder von einem anderen Dach... drauf ist, kann man auf da die in diese Mühle? Öffnung drauf, kann man da in diese Öffnung rein. Wie, du willst auf die Mühle? Ja, da in diese Öffnung rein. Lol, das konnte ich gar nicht. Ja, das gibt's dort und ich weiß aber nicht mehr, wie man da hinkommt. Warte mal. Weiß ich auch nicht. Vielleicht komme ich auch mit dem Ding hier ganz einfach drauf. Ja! Genial. Das ist echt fest. Hä, wo? Ja, die Dächer, die sind anscheinend aus Holz. Ich kann Holz! Ich kann mich darüber schießen. Das ist ein Holz! Ja, genial. Das heißt, ich komme auch auf das Dach. Wenn ich nicht dumm wäre! Ach man, jetzt muss der wieder hoch. Meine Wende von Maika. Maika macht das Würstchen. Und stimmt, der Brutzler von Wiesenhof, ist das eine Wurst, ey. Meine Mama sagt das so früh, aber ich sag das so. Frucht Alarm! Wem saß mein Frub? Nö! Oh Gott. Was? Frub, Alter, die Werbung. Das ist die nervigste Werbung. Nee, die Saturn-Werbung ist auch noch behindert. Geil zu Skull. Oder so muss Technik. Was ist das denn für einer? Hey, schön dich wiederzusehen. Ich gebe dir dieses Erinnerungsstück. Warum können Leute meinen Namen nicht richtig schreiben? Warum? Wieso? Schreiben die denn? Der gerade in Team Fortress hat Tok hingeschrieben. Tok. Da ist ein N drin. Das Tok passiert mir immer auf Servern, ohne Scheiß. Token LP. Ja, ich bin Token LP. Token LP. Token LP, ja. Ich bin schwarz und spiele in South Park mit ein. Ja, Mann, das ist South Park. Guck, siehst du? Da ist noch ein Huhn. So. Für was das gut sein soll? Ich hab null Palan! Null! Du hast null Palan? Ja, null Palan. Du hast wirklich null Palan gesagt? Nein! Doch? Echt jetzt? Klar. Wow, I believe I can fly. Für was ist das Huhn eigentlich? Ich check das nicht. Das ist zum Vergewaltigen. Nee, ich hab ja schon den Ding vergewaltigt. Wow. Ich bin der Boss.
So. Boah, ich kill da gerade einen Team Fortress, ne? Richtig krank. Bin erstmal seit 3 Minuten auf dem Server, mal schon 16 Kills. Und ja, ich hacke. Das ist es, warum ich so viele Punkte habe direkt schon. Ach so. Ja, das hast du mir mal erzählt, das mit dem Hacken. Da wollten wir auch drüber reden, ne? Ja. Ja. Finde ich nicht in Ordnung von dir. Naja. Mach das bitte nicht mehr. Und sonst gibt's auf der Schnauze. Ja. Und den Aimbot-Hack, den wolltest du mir eigentlich und schicken. Und den Aimbot-Hack? Oh Gott, der ist auch scheiße. Bitte nicht. Ach. Bitte nicht. So, kommen wir jetzt mal zu, Julias Aimbot-Hacks. Die sind scheiße. Die sind scheiße. Oh Gott. Julias Aimbot-Hacks. Wie bist du da jetzt drauf? Alter, willst du mich verarschen, Adfly? Wegen dem Scheiß bin ich gerade gestorben. Echt jetzt? Auf dem Server ist irgendwie so behinderte Wärmung gerade gekommen, Alter. Das klatscht mir gerade die Fresse gerade richtig voll und konnte nichts mehr machen. Ja, das sind sowieso die schlimmsten. Oder wo die ganze Zeit irgendwelche Sound-Gespam ist. Obwohl du das manchmal ja auch machst. Was kann das scheiß Huhn jetzt eigentlich? Außer Nerven. Naja. Aber wir gehen ja jetzt immer noch nicht zu Gandalfs Castle, denn ich wollte ja noch nochmal in die Kindheit zurückgehen und die Masken verkaufen. Weil das Call ist. So. Alter! Alles in Ordnung? Ich hasse den Server. Das ist gerade schon wieder passiert. Shit. Okay, Kantate des Lichts. Alter, schon wieder! Hoch, rüber, hoch, rüber, rüber, hoch. Also. Nein. Hoch, rüber, hoch. Rüber, rüber, hoch. Nee, Quatsch. Hoch, rüber, hoch. Rüber, rüber, hoch. Hä? Moment. Na also, geht doch. War doch richtig. Blöde Kantate des Lichts. Auf zur Zitadelle der Zeit. Woo! Dennis, beschimpfst du etwa schon wieder die Leute auf dem Server? Die Lochis? Ja. Ja, die Lochis, dass du die beleidigst, das weiß ich ja. Und das respektiere ich auch, das weißt du. Haben wir ja drüber geredet. Aber nicht, dass du wieder die ganzen Leute auf den Servern fertig machst, ne? Vergewaltigst? Ja, das und dass du es unter einen Haufen amphibische Urscheiße nennst. Oh ja! Oh! Ja! Oh. War ja. Gut, ne? Hä, was? War geil, ne? Ja. So ist das geil. Oh, pass mal auf, wenn ich das Ding wieder rausziehe, du. Alter, Adfly, du behinderte Hure! Oh, ihr habt das gehört, denn es sagt, Adfly ist eine behinderte Hure. Ist nicht behinderte, das ist eine behinderte billige Hure. Behindert, billig auch noch. Ja. Oh, was du Spastiker. Raus aus meinem Bild. Ich geh gleich von dem Server, ey. Oh, was nervt dich. Ja. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht so gesehen. Aber ich kann ja nicht anders da aufnehmen. Was mich auch richtig ankotzt, ist, dass mir unten ein bisschen was fehlt. Na, aber gehen wir erstmal zu Tai. Oh, du hast die Maske noch nicht verkauft. Dann bitte sie an. Lass mich denn. Du hast okay. Die Maske noch nicht verkauft. Oder möchtest du sie gegen eine Maske eintauschen? Nee, gegen eine Andele. Andele. Warte, welche Maske? Ach ja, genau, die kriegt er das Skull Kit, ne? Moment. Dann müsste ich jetzt aber auch wieder zum Ding gehen. In die verlorenen Wälder. Ach man.
muss ich da erstmal wieder hinlatschen. Hier, das sind Verschwuchteln. Ja, die... Und ja, ich bin homophob, Leute. Achso. Sowieso. Ja. Ja, das... Ja. Das wusste ich aber, das war ja klar. Was du erzählt. Naja. Ja, das ist in unserer heutigen Gesellschaft gar nichts mehr Ungewöhnliches, dass Schwule etwas zu kurz kommen. Aber auch Homophoben müssen wir respektieren. So wie wir die Schwulen respektieren müssen, ihre Art zu leben, ihre sexuellen Neigungen und Vorlieben für andere Gleichgeschlechtliche, genau, müssen wir auch Homophobe, die nun mal so denken, wie sie denken, dass halt sowas Unrecht ist und Schwule in die Hölle gehören, auch respektieren, weil das ist nun mal... Von wem hast denn du den Scheiß? Ja... Das war jetzt ein Alter... Also weißt du, dann nehme ich dich jetzt schon in Schutz, ne? Und da ruft die epische Elite an, die Nigger. Ja, ich bin niggerphob. Ich hoffe, das wisst ihr auch alle. Hey, was? Gibt's eigentlich, eine Ding, wie heißt's? So wie bei homophob, dass man halt Schwarze hasst. Warte mal, ja klar. Jetzt komme ich nicht mit Nekrophil, weil das ist was anderes. Ja? Keine Ahnung, nicht, dass ich wüsste. Naja, ist auch egal. Oh, der Wald, der sieht so richtig schön, das sieht orange richtig geil aus. Boah, schön. Ja, okay, dann würde ich mal sagen, jetzt wo wir im Kokiri-Wald sind, gucken wir dann später nochmal in... Bis zum nächsten Mal, ihr Fotzen! Genau. Dann gucken wir einfach mal im nächsten Part, was uns die eine da, also Marlon, uns ins Haus geschickt hat, was wir beim Pferderennen gewonnen haben. Komische Geschenke. Und dann gucken wir dann später nochmal wegen dem Skull-Kit, also dem Horror-Kit, dass es uns die Maske abverkauft. Und ja, dann würde ich mal sagen, das war's wieder für The Legend of Zelda Ocarina of Time. Und wir sehen uns im nächsten Part. Ciao, Leute. Sehr schön, Dennis.